Mach mal YouTuber als Harry Potter Charaktere. Ja klar, okay, aber dann bitte meine Lieblingsszene aus Harry Potter. Ah, Mr. Monte, unsere neue Berühmtheit. Mach mal eine Ansage, was bekomme ich, wenn ich bei deinem Wermutaufguss Afrodillwurzeln zufüge? Digga. Wissen sie nicht, ich gebe ihm mal einen Tipp, es ist schwarz und dreckig. Boah, da muss ich mich gerade richtig zusammenreißen, Digga, dass da nicht die Endbombe rauskommt. Was? Und was mit Ihrem Freund hier? Simon Weasley nehme ich an. Eine miese Zensur nach der anderen. Ist es Ihnen nicht langsam leid, nur Fünfen und Sechsen zu sammeln? Wir sind alle in der Corona-Krise zurzeit. Da muss man mitnehmen, was geht. Unfassbar, wie unbestreitbar Ihre Logik ist. Hermine, nicht den Pizza essen, der schmeckt nach Scheiße. Ganz ehrlich, ich bezweifle stark, dass ihr drei mit dieser Leistung Respekt vor eurer Klasse erhalten könnt. Respektiert es doch mal, ihr kleinen Fotzen. Monte? Fotzen nehme ich natürlich zurück. Besser ist es. Respektiert das bitte, ihr Arsch. Jetzt sag ich das aber! Was geht ab, Elite? Euer Wuschelkopf Zeus hier. Ach, super schön, dass du wieder da bist. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Talk in Commons. Na, wenn das nicht eine arschgeile Nummer ist. Nice. Ich bin fünf. Filmen? Ja. Okay, danke schön. Na Leute, wie geht's euch eigentlich so? Alles easy bei euch? Alles noch im grünen Bereich? Ich hoffe schon. Wenn nicht, dann versuche ich das Ganze mal jetzt zu ändern. Denn ich habe euch auf Twitter um Fragen gebeten. Natürlich mit dem kleinen Zusatz, dass es mal wieder virusfrei bleiben soll. Und daran haben sich hoffentlich alle gehalten, oder? Ich sag's euch, irgendwann reißt mir noch eine Synapse in der Birne. So, dennoch waren ein paar richtig coole dabei und die pfeifen wir uns nun rein. Los geht's! Kannst du mal Bilder zeigen, wie du als Kind aussahst? Saß. Es ist wirklich voller Zufall, dass du fragst, weil ich habe erst vor kurzem von meiner Mom auf WhatsApp welche zugeschickt bekommen. Und ich hab's wirklich voll vergessen. Ich war ja wirklich mal total süß. Was ist mit mir passiert? Du bist so hässlich wie ein Traktor. Nee, aber wenn wir mal ehrlich sind, dafür, dass diese Bilder 15 Jahre alt sind, habe ich mich eigentlich gar nicht mal so krass verändert. Aber es gibt, by the way, auch ein Video, wo ich alte Kinderaufnahmen von mir zeige. Das Video ist zwar selber auch schon von 2016, glaube ich, aber ich verlinke es mal hier oben. Es sei denn, ich vergesse es wieder. Seo, entscheide dich. Lieber nie wieder Sex oder nie wieder einen Ungestream schauen. Sehe ich so aus, als hätte ich Sex? Kannst du mir meinen letzten Wunsch erfüllen und mit mir Fortnite spielen? Ich bin voll krank. Oh mein Gott, man weiß sofort, welchen Skandal du schon wieder anspielst. Leute, mir hat ein Abonnent geschrieben, dass er nur noch ein paar Tage zu leben hat, wenn es hart auf hart kommt, sogar nur noch ein paar Millisekunden. Und ganz klar, was macht man, wenn man nur noch wenig Zeit zum Leben hat? Man spielt Fortnite auf der Switch. Erfreich! Oh mein Gott, ich heb den Stuhl hoch! Ich heb den verdammten Stuhl hoch! Wer jetzt gar nicht weiß, was für eine Anspielung das war, keine Sorge, du hast überhaupt nichts verpasst. Kannst du mal so ausrasten wie Herr Newstime? Wer das nicht gesehen hat, der hat was verpasst. Ja, verlass dich das hier! Ja, verpiss dich doch! Ja, keine Sau interessiert sich für dich! Du hast nichts zu Artikel 13 geleistet! Genauso wie die Spacewalk! Arschgeil. Herr Newstime hat sich aber auch schon in einem Video wieder entschuldigt, das heißt alles wieder gut, aber ich fand es auch eigentlich gar nicht so schlimm. Ich fand den Stream eher super lustig, aber nur. In the jungle. Dafür gibt's den Win der Woche. Was ist mit deiner neuen Wohnung? Naja, ich sag's mal so. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Ich habe gestern eine Nachricht von meinem Finanzdeppen bekommen, der meinte, okay, wir können schon versuchen, aber mit deinem derzeitigen Kapital und deinem Einkommen, es wird halt wirklich sehr eng. That's what he said. Also drückt mir einfach mal die Daumen, wenn das nichts wird. Ich sag's euch, ich weine erst einmal zwei Wochen lang. Okay, so schlimm wird's auch wieder nicht, aber wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Aber wenn wir jetzt schon mal bei diesem Thema sind, habe ich jetzt eine gute Frage für die Insta-Time. Insta-Time! So, ich baller jetzt eine Frage auf Instagram raus und später im Video schauen wir dann mal, was für Antworten da so zurückkommen. Ich bin sehr gespannt jetzt schon. Na, wer ist denn da? Was geht ab, ihr Zeus hier? Willkommen zu Instagram-Timer. Reinschreiben jetzt in die Kommentare. Habt ihr Tipps für mich, wo an welchen Stellen man gut Geld sparen kann? Ich bin sehr gespannt. Ich brauche da wirklich ein paar Ratschläge. Danke schon mal im Voraus und dann würde ich sagen, sieht man sich später im Video. Dann bis dann, ciao! Juhu. Kannst du mal einen Videoschnittkurs machen? Boah, ich habe wirklich keine Ahnung, ob ich sowas gut könnte, weil bei Tutorials kann man wirklich super viel falsch machen. Kennt ihr beide bei diese super miesen Tutorials? Man will einfach nur wissen, wie so ein Effekt funktioniert. Stattdessen hört man dann sowas. Okay, in dem Video wird's erklärt, dann schaue ich mal rein. Moin Moin Leute, hier ist wieder euer Power Paul Perfect Guide. Alter, kauft ihr einen Popschutz, ey. Heute erkläre ich euch, wie man einen Personen-Klon-Effekt baut.
Ey, jetzt schmatzt der auch noch ins Mikro rein. Aber bevor es losgeht, bitte folgt mir mal auf Twitter und Instagram und abonniert den Kanal mit einer Glocke. Und ich habe seit neuem auch eine Facebook-Seite, die habe ich hier mal unten verlinkt. Junge, ich will nur wissen, wie der Effekt geht. Der Rest ist mir scheißegal. Jetzt kommt zum Punkt. Nun geht's los. Wir machen hier Schnittbogen, Rechtsklick, intelligentes Resampling deaktivieren. Was? Moment, ich... Zack, Fenstermodus, Maske setzen, aktivieren. Hier ein wenig blurren, dann machen wir noch eine Vignette drauf. Zack, Filter, Arschgeile Nummer, oder? Dann sehen wir uns das nächste Mal. Lasst eine positive Bewertung da. Alter, wie ich hoffe, dass du vergisst, deine Hände zu waschen. Bist du schon mal in einem Stream vom Stuhl gefallen? Das nicht, aber ich habe im Montagstream einen Ventilator umgerannt. Also einfach ein Bild auf Twitter schicken. Ich hoffe, das klippt jetzt hier. Ich glaube aber, jedem Streamer schon mal sowas richtig Blödes passiert. Wann streamst du eigentlich immer? Ich habe es ja im Video schon mal eingeblendet, aber hier ist der Streamplan. Vielleicht einfach mal ins Handy einspeichern oder macht jetzt einen Screenshot. Wir gucken auch mal richtig dämlich. Kann dieser Kommentar von Wolki umarmt werden? Ja klar, wieso nicht? Da, Wolki! Jetzt komm schon! Jetzt hab dich nicht so! Warum nicht? Okay, das ist ein Punkt. So, Zeo, was ist denn jetzt mit der Insta-Time? Ah ja, stimmt. Die lösen wir nun auf. Insta-Time. So, da habe ich tatsächlich vergessen, gestern Insta-Time aufzunehmen, deswegen jetzt hier nochmal nachträglich schnell. Die Frage war ja, wo kann man am besten Geld sparen? Da bin ich echt gespannt, was da zurückkommt. Jan Reißig schreibt, an deiner Frisur, da ist eh nichts mehr zu retten. Ja, das stimmt, was ist denn da oben los? Marika schreibt, alte Sachen verkaufen, das ist sogar gar keine blöde Idee. Habt ihr irgendwelche, wollt ihr irgendwas von mir kaufen? Keine Ahnung. MTO Privat schreibt, nicht alles für Bier ausgeben. Ganz ehrlich, so eine Bierflasche kostet 80 Cent vielleicht und ich kaufe in einer Woche so 300-400 Stücke. Und Ipendrick YouTube schreibt, einfach sehr wenig Geld ausgeben. Dieser Mann hat ein goldenes Gehirn. Sie wissen wirklich nicht, wo sie suchen müssten, wenn es hieße, sie sollten ein Bezoar beschaffen. Ja, Minderjährige, immer her damit. Es reicht! Leute, ich hab's lange nicht mehr erwähnt, deswegen ganz kurz mal hier Eigenwerbung. Ich habe einen eigenen Merch-Shop. Wolki gibt es bei Moodrush. Alles andere natürlich bei Evil. Vielleicht gefällt euch da ja was beim Kaufen, unterstützt natürlich auch mich. Ich habe euch den Link mal in den Kommentaren angepinnt. Wenn dir das Video gefallen hat, gib jetzt gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du noch kein Teil bist von unserer süßen Community, dann gerne hier ein Abo reinballern und Glocke aktivieren natürlich auch. Ich wünsche euch viel Spaß noch auf YouTube. Bleibt auf alle Fälle gesund. Passt auf euch auf und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Juhu. Bye, bye.